Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Spiel Das Schwarze Auge Drakensang. Ja, wir sind da in der Taverne zum Silberkrug und machen mal Folgendes. Wir haben gewisse Quests. Der Unglücksrabe, finde den Handschmeichler. Da haben wir Kanalisation. Morde Inferno, gehe zur Wachstation und sprich mit Bala. Wachhauptfrau Bala Dorkenschmidt konnte mir einiges über die Morde erzählen. Ich bat sie, mich den Ermittlern im Mordfall um Ado anschließen zu dürfen und sie gab mir ihre Erlaubnis. Wer auch immer diesen Mord zu verantworten hat, ich werde ihn finden. Ja, den habe ich ja schon fertig. Ermitteln wurde suchende Mörder von Ado, finde den Zwerg Vorgrim, finde Kladis Schladromir. Wir werden jetzt nach Kladis schauen. Liebe Leute, nach Kladis. Können wir irgendwo schlafen? Nö, da nicht. Ja, also, dann werden wir auf jeden Fall einmal auf dem Weg zu Kladis, uns auf dem Weg zu Kladis machen. Aber da muss ich jetzt mal schauen, wo sie genau zu finden ist. Ah, schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, Leute. So, wir befinden uns hier oben. Fuhrmannsheim, Richtung Fuhrmannsheim. Das heißt, ich muss hier wieder runter marschieren. Gehen geht auf Wanderschaft. Leute! Was habe ich eigentlich für Steigerungspunkte? Ja, ich kann wieder etwas steigern. Was werden wir steigern, Leute? Lebensenergie oder Astralenergie? Lebensenergie werde ich steigern auf 38. Änderungen übernehmen. Und bei Kladis werden wir Lebensenergie steigern. Änderungen übernehmen. Talente. Schauen wir mal. Schleichen, Selbstbeherrschung, Sinneschärfe. Zeugen also Natur, Tierkunde, Pflanzenkunde, Heilkunde, Wunden. Menschenkenntnis, Überreden. Menschenkenntnis haben wir dann 1. Überreden. Auch, dass wir auch 1 haben. Dann werden wir noch ein bisschen Heilkunde Wunden machen. Jetzt haben wir keine Steigerungspunkte mehr. So. Änderungen übernehmen. Na bitte. Ja, wie jetzt auf mein Horsti. So, wir werden Fuhrmannsheim. Richtung Fuhrmannsheim. Hier unten. Ja, wir befinden uns in Folge 13, liebe Leute. Ja, da geht's Richtung Fuhrmannsheim. Holzfass. Gulmonte, helles Ferdocker. Apfel, rostige Nägel. Ja. Bisschen Loot tut gut. Fuhrmannsheim. Da sollte irgendwo diese Kladis sein. Nettes Viertel. Erinnert mich an die Gassen von Almada. Okay, Gassen von Almada. Schauen wir auf die Karte, was sich hier so tut. Ferdok, Fuhrmannsheim, Ugdanhafen, Tatort Elko. Holzfass. Werden wir gleich einmal looten, Leute. Zweimal Gulmonte.
Schlingenfalle, ein Heller. Heilsalbe, Einbeerensaft, 9 Heller, na bitte! Was ist mit einem Betrunkener? Hey, du, hier geht's nicht weiter. Wieso, was willst du? Boritz sagt, du zahlst dein Silber, wenn du Straße benutzt. So, wer soll dieser Boritz sein? Ich sein, Boritz. Her mit dem Silber, sonst Ärger. Schnauze. Also gut, ich will keine Ärger mit dem großen Boritz. Hier, dann, du willst Geld von mir? Auf keinen Fall bekommst du auch nur einen Heller. Junge, es gibt Ärger. Nix will zahlen, Silber. Okay. Ja. So. Ich nehme die Sache in die Hand. Für die Königin. Für Rondra. Okay, dann werden wir machen mal. Meine Rache. Meine Rache. So. Ah, Leute! Das will ich eigentlich machen, Leute. Oh, ich bin tot, Leute! Mach das schon. Habe ich keine Astralenergie-Kosten, Ausdauer-Kosten? Habe ich ja nichts. Na gut, ich bin tot, Leute. Für die Königin, für Rondra. Ja, bin ich halt tot. Ja, Leute. Ich sollte mich nicht anlegen mit denen. Spielladen. Ja. Laden, Leute. Ja, sind wir halt wieder in da, wo wir angefangen haben. Egal. Wir werden hingehen dort. Achso, ja. Ist okay. Ist ja ein kleiner Weg nur gewesen. Ist ja egal. Gut, das sind dann 3 auf einmal. 3 gegen 2, unfair. Ich hätte es vielleicht besser handhaben können. Aber ich werde mich mit denen nicht anlegen. Ja, wir haben wieder was zu verteilen. Was habe ich jetzt vorher genommen? Werte steigern. Lebensenergie auf 38 gesetzt. Da werde ich ihm auch gleich was geben. Schleichen, Selbstbeherrschung, Sinnesschärfe werden wir ihm das geben. Tierkunde, Pflanzenkunde, Heilende. Ja, wir werden Heilkunde Gift nehmen. Und zwar 2. Und dann werden wir nehmen Heilkunde Wunden. Und Überreden werden wir auch eins nehmen. So, Änderungen übernehmen. Dann wird die Gladys was steigern, und zwar Lebensenergie. Was haben wir gehabt? Das da. So, und
Tierkunde, Heilkunde, Heilkunde, Wunden. Sehr gut. Übernehmen, so haben wir das wieder gemacht. So. Ja, also bin ich halt gestorben, Leute. Egal, ich weiß ja jetzt, wo ich hin muss. Da geht's halt nicht weiter hier unten. So. Richtung Fuhrmannsheim. Ich hoffe, da kommen wir irgendwie durch. Ich hoffe. Ich werde das trotzdem noch einmal plündern. Da haben wir schönen Gulmon-Tee bekommen. Ich glaube, das ist eigentlich sehr wichtig. Fuhrmannsheim. Leute, Fuhrmannsheim. So. Nettes Viertel. Erinnert mich an die Gassen von Almada. Sehr cool. Da hinten gab es super heller. Quellwasser. Da ist ja wieder was anderes drin, Leute. Wieselkraut. Zweimal und ein heller. So, Krähenfüßer, ein Silbertaler, fünfmal heller. Ugdanhafen. Ugdanhafen. Ferdok, Ugdanhafen. Keine Ahnung, was das sein soll. Wo? Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht, wo das sein soll, was das sein soll. Brr. Auf meinem Weg nach Avestreu habe ich gehört, dass es hier eine berüchtigte Hafenschenke geben soll. Okay. So, Reichsstraße, Lagerhaus, Neisböck, Neisbeck. Preusplatz. Tatort Ardo, Tatort Drache. Schauen wir mal hier hin. Ein Huhn. Horst, Huhn. Okay. Preusplatz, da können wir wieder zurück zum Preusplatz. Dies ist die Hafenkneipe, das Taverne. Ah. Lasst uns eintreten und ein paar Hupen nehmen. Flinkes Frettchen. Ach, Leute. Vielleicht ist ja hier diese Kladis drin. Wirt Schotterbusch. Tag. Was soll sein? Im Moment nichts, danke. Mein Name ist Horst von Anheim. Ich kläre den Mord am Drachen auf. Er wurde unweit dieser Taverne gefunden. Könnt ihr mir sagen, wie sich das Ganze abgespielt hat? Ach, ihr kommt hier eben mal in meine Schenke spaziert und klärt so ganz nebenbei den Mord an unserem Sandor auf. Tut mir leid, dazu habe ich nichts von Belang zu erzählen. Ich bitte euch, alles kann von Belang sein. Ich will doch nur ein paar Fragen beantwortet haben. Ich werde euch nicht lange belästigen. War Sandor Kunga oft hier zu Gast? Na schön, er war des Öfteren hier. Ist er schließlich auch ein beliebter Treffpunkt für alte In-Mann-Spieler. Zufrieden? Gab es jemals Streit zwischen dem Drachen und den übrigen Gästen? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ich habe genug damit zu tun, meine Gäste zu bewerten. Da bleibt keine Zeit, sich auch noch zu bespitzeln. Entschuldigung, aber ich kann euch nicht weiterhelfen. Vielleicht kann euch ja einer der Gäste was erzählen. Darf es jetzt vielleicht was sein? Was gibt's denn Gutes bei euch? Nö, danke. Aber ich kann dir was verkaufen, wenn du willst. Ich trinke das nicht. Ich gebe dir Ferdocker. rostige Nägel. Äpfel. Flachmann. Entermesser. Krähenfüße. Belmattblatt. 5 Silber.
Ja. Gut, das war's. Handel abschließen, danke sehr. Was bist du für einer? Ja, was gibt's? Ich suche jemanden, der vielleicht etwas über den Mord an Sandor Kunga gehört hat. Der Drache, wie sie ihn alle nannten, wurde hier im Hinterhof der Taverne ermordet aufgefunden. Oh nein! Tut mir leid, schrecklich leid, ich kann euch da leider nicht weiterhelfen. Gestatten, Garnel mein Name, Gordo Garnel. Ich bin nur ein Händler auf Durchreise, der seine durstige Kehle etwas befeuchten will. Doch sagt, ihr seht mir so aus wie jemand, der einen hochqualitativen Satz Handbürsten gebrauchen könnte. Der Griff gefertigt aus edelstem Pinienholz, die Borsten aus echtem... bedauere, euch enttäuschen zu müssen. Ich habe noch eine wichtige Verabredung. Gehabt euch wohl. Wartet, weil ihr so ein netter Kunde seid, gebe ich euch noch diese Gratiskiste Seifenpaste obendrauf. Ein Angebot, das ihr unmöglich ablehnen könnt. Das ist wirklich verlockend, aber ich muss wirklich weiter. Auf bald. Okay. Oh, hier ist die Schankmart. Ich muss arbeiten und hab keine Zeit zu reden. Okay, gut. Da haben wir mal auf jeden Fall nichts herausgefunden. Karl Moon Hangler. Hallo. Was kann ich für euch tun? Entschuldigt, ich suche jemanden, der vielleicht etwas über den Mord am Drachen gehört hat. Im Hinterhof der Taverne wurde er aufgefunden, ermordet. Tut mir leid. Ich bin nur sehr selten in Flinkenfrettchen und kenne diese bestsagte Person nicht einmal. Trotzdem viel Glück bei eurer Suche. Okay. Was haben wir hier? Stittus die Milz. Merkt ihr nicht, dass ihr stört? Ist mir egal. Verzeiht, ich suche jemanden, der vielleicht etwas über den Mord an Sandor Kunga gehört hat. Der Drachen, wie sie ihn alle nannten, wurde hier im Hinterhof der Taverne ermordet aufgefunden. Zum Mord am Drachen kann ich auch nicht weiterhelfen. Ich habe weder was gesehen noch was gehört. Okay, was ist mit dir? Stelzen Peel. Stört. Ich störe. Ich suche jemanden, der etwas über den Mord an Sandor Kunga aufgefunden. Ich habe auch nichts zu sagen und jetzt verschwindet. Ja, der weiß auch nichts. Der weiß auch nichts, Leute. Ich hab keine Ahnung. Da ist auch keine Gladys zu finden. Da ist noch jemand. Meister Hamringar. Wie viel Blut muss noch fließen, bevor der erlauchte Grafschaft endlich was unternimmt? Super, der Kobold. Ja, da haben wir eigentlich nichts. Ja. Halt! Ah. Wartet. Okay. Ja, bitte. Ich habe gehört, wie ihr nach Sandor gefragt habt. Untersucht ihr den Mord von Anim? Ja, ich untersuche alle Morde, die auf diese schreckliche Art verübt wurden. Ihr wart mit Sandor Kunga befreundet? Ja, mein Name ist Aline. Ich war seine Freundin. Oh. Darf ich euch noch ein paar Fragen stellen? Fragt bitte. Warum seid ihr mir nachgelaufen und habt nicht gleich mit mir gesprochen? Obergardist Taschmann hat mir eigentlich untersagt, über den Mord zu sprechen. Er hatte mich zu der Sache befragt und erzählt, er kümmere sich höchstpersönlich um alles. Nur ist er seitdem nicht mehr hier aufgetaucht. Okay. Als ich dann gehört habe, wie auch ihr euch nach meinem Drachen erkundigt habt, musste ich euch einfach sprechen. Wenn Taschmann nicht fähig ist, die Dinge in die Hand zu nehmen, dann kann ich auch ebenso gut euch helfen. Darf ich euch noch ein paar Fragen stellen? Hatte Sandor Feinde oder irgendwelche Probleme, die er euch anvertraut hat? Aber nein, er war sehr beliebt, auch wenn er sich mit den teils dubiosen Gestalten, die das flinke Frettchen so besuchen, abgegeben hat, so hatten doch alle stets gehörigen Respekt vor ihm. Okay. Vorhin erzählte mir, ihr wart es, die Sandor gefunden hat. Ja, es war schrecklich, ihn so zu sehen. Ich wollte das Waschwasser hinter der Taverne auskippen und dort lag er. Mein geliebter Drache. Mein Herz wird dieses Bild niemals vergessen können. Mein starker, guter Drache, so fürchterlich zugerichtet. Es müssen mehrere gewesen sein, die ihn überrascht haben. Alle Fässer, die im Hof standen, waren zertrümmert. Mein Drache hat um sein Leben gekämpft. Oh, Sandor, wieso musste er nur sterben? Okay.
Könnt ihr mir mehr über die Leute sagen, mit denen sich Sandor so getroffen hat? Er war unter den beliebtesten Imanspielern, wenn nicht sogar der beliebteste im ganzen Kusch. Viele Leute kamen auf ihn zu, selbst Edelleute höheren Standes. Erst vor einigen Tagen war er zum Beispiel bei Ferio zu Fuerdok eingeladen, direkt nach einem wichtigen Spiel. Er hatte sogar mal eine Audienz bei Graf Grovin nach dem Endspiel der letzten Meisterschaft. Von diesem Abend hatte er oft geschwärmt. Er war immer in aller Munde. Mein guter Drache, nun ist er fort. Für immer. Euer Freund hatte einen recht auffälligen Spitznamen. Stimmt es, dass er ihn wegen seiner außergewöhnlichen Körperkraft trug? Darüber hat Sandor nie wirklich gesprochen. Einige meinten, er trug den Namen Drache, weil er oft wie ein gefährliches Untier über das Imanfeld fegte. Doch ich glaube eher, dass es etwas mit dem Talisman zu tun hatte, den er immer um seinen Hals trug. Was könnt ihr mir über seinen Talisman erzählen? Die Quest Morde in Ferdek wurde aktualisiert. Ha. Naja, viel weiß ich nicht darüber. Es war eine rote, flache Scheibe und schien unschätzbar wertvoll für ihn. Normalerweise trug er sie auch nicht offen umher, sondern immer unter seinem Hemd, direkt an seiner Brust. Er scherzte oft und sagte, dieser Talisman gebe ihm die Kraft, ein so guter Imanspieler zu sein. Als ich meinen Drachen tot auffand, hatte er den Talisman allerdings nicht mehr um. Ich berichtete Obergardist Taschmann davon, doch er schien nicht sonderlich interessiert. Glaubt ihr, dieser Talisman könnte etwas mit dem Mord zu tun haben? Vielleicht befindet er sich ja noch am Mordschauplatz. Mag sein, ich weiß es nicht. Ich kann nicht mehr. Es tut mir leid. Die Erinnerung an diesen Tag schnürt mir die Luft ab. Entschuldigt bitte, wenn ihr den Talisman suchen wollt, müsst ihr alleine nachschauen. Wisst ihr vielleicht etwas über die beiden anderen Morde? Ardo von Eberstamm oder vom Mord am alten Elko? Tut mir leid, nein, da kann ich euch nicht weiterhelfen. Ich will auch gar nicht wissen, was diesen beiden armen Seelen zugestoßen ist. Der Anblick meines ermordeten Drachens, wie er dort so lag, das wird mich auf ewig quälen. Ja, ich muss jetzt wieder weiter. Ich danke euch für eure Hilfe. Okay. Gut. Ja, gut. Morde in Ferdok. Gut, suche den Mörder von Ardo, finde den Zwerg. Klar, ich schlage mir Freundin Ardos, vielleicht kann er mir von Ardos. Leider wusste Balan nicht mehr über sie, als sie sich des Öfteren im Fuhrmannsheim aufhält. Vielleicht sollte ich dort ein paar Leute fragen, ob sie mehr über Klades Aufenthaltsort wissen. Okay. Ja, dann muss ich wieder zurückgehen und ein paar Leute fragen. Ugdanhafen. An ihrer Stelle würde ich den Krug durch ein Schwert tauschen und selbst Jagd auf den Mörder machen. Städter. Okay. Eine Schande, eine Schande für die Lage. Kann auch nichts. Erfahre ich auch nichts von ihr. Gut. Was ist mit ihm Städter? Okay. Priusplatz. Holzfass. Zack. Messer. Ist der Hafen? Kapitän Drillberg. Den Zwölfen zum Gruße. Grüß dich. Ein schönes Schiff, ich nehme an, ihr seid der Kapitän.
Jawohl, da bin ich. Gestatten, Dilbrak, Lando Dilbrak. Ich und die Talarier haben schon viele Abenteuer auf dem großen Fluss erlebt. Es machte mich neugierig. Erzählt mir mehr, Kapitän. Verzeiht, aber gerade im Moment ist mir wirklich danach nicht danach, Geschichten zu erzählen. Eigentlich wollte ich einen alten Freund besuchen. Von der Stadtwache musste ich dann erfahren, dass er tot ist, ermordet. Glaubt mir, Kapitän, dafür hat keiner mehr Verständnis als ich. Auch ich wollte einen alten Freund und Mentor besuchen, Ada von Eberstamm. Ihn hat das gleiche Schicksal erteilt wie euren Freund. Was, ihr kennt Ado? Dere ist wahrlich ein Dorf. Er ist der Freund, den ich besuchen wollte. Dann bin ich umso erfreuter, euch kennenzulernen. Seid euch gewiss, dass ich stets in Ados Geiste handeln werde. Kann ich vielleicht noch etwas für euch tun? Hättet ihr nicht doch Lust, den einen oder anderen Schwank aus alten Tagen mit mir zu teilen? Nun, Kapitän, ich muss erst mal weiter. Na gut, weil ihr seid, was möchtet ihr wissen? Könnt ihr mir etwas über euer Schiff erzählen, wie es eigentlich in seiner Ader geraten? Ich wollte doch nicht, entschuldigt. Könnt ihr mir etwas über euer schönes Schiff erzählen? Das Schiff gehört schon seit 2 Generationen unserer Familie. Als mein Vater es bauen ließ, dachte er, es könne nicht schaden, dem Flussvater Ehre entgegenzubringen, um ihn milde zu stimmen. Also besann er sich der alten Legende von der Fee Talaria und ließ ihr Ebenbild aus Holz und Bug anbringen. Talaria lebte einst in den Auen des großen Flusses und verzauberte das Herz des Flussvaters mit ihrem strahlenden, güldenden Haar. So machte er ihr den Hof und die beiden wurden ein Liebespaar. Haha, mein Vater war ein schlauer Mann, denn nie würde der Flussvater unserem Schiff Böses wollen. Trägt es doch das Antlitz seiner geliebten Talaria und wie ihr seht, hat sich diese Einschätzung bis heute bewahrheitet. Ja, er muss weiter. Ah. Nun ja, die Sache ist mir etwas unangenehm. Also, es ist so. Jedes Mal, wenn ich in Ferdok anlege, machen sich ein paar ehemalige Matrosen den Jux und klauen mir etwas von meiner Ladung. Für gewöhnlich ist das nicht weiter tragisch, da sich die Sachen kurz vor dem Auslaufen meist wieder einfinden. Doch diesmal haben diese perfekt verfluchten Halunken eine höchst geheime Sonderlieferung für den Grafen von Ferdok stibitzt. Mein Schiff kann ich nicht ohne Aufsicht lassen, bei dem Gesocks, das sich hier am Hafen umtreibt. Außerdem kann jeden Moment der Unterhändler des Grafen nochmal aufkreuzen. Mir wäre wirklich sehr geholfen, wenn ihr euch um diese Sachen kümmern könntet. Also gut, ich will euch nichts abschlagen, was Ada euch gewährt hätte. Ich werde diese Geheimlieferung wieder beschaffen. Die Quest der Kapitän und die Geheimlieferung wurde aktualisiert. Das ehrt euch sehr. Es soll nicht euer Schaden sein unter uns. Ich weiß genau, wer von meinem ekelhaften ehemaligen Leuten das Ding gedreht hat. Sucht nach Vierfinger Salm in der Taverne Sanfte Sau. Die liegt in Fuhrmannsheim. Dort verbringen diese Taucher nichts den lieben langen Tag. Passt aber auf mit diesen Burschen, die sind mit allen Wassern gewaschen. Ehe man sich versieht, haben sie einen den letzten Heller aus der Börse geangelt. Und bitte beeilt euch, ich will den Unterhändler des Grafen nicht nochmals verdrüsten müssen. Seid unbesorgt, Kapitän, ich werde schon auf der Hut sein. Ich bin bald mit eurer Lieferung zurück. Wartet noch, ich habe noch etwas für euch. Dieses alte Rezept habe ich damals von Ado bekommen. Ich denke, es wird euch noch von großem Nutzen sein. Naja, jedenfalls werdet ihr keinen Hunger leiden. Okay. Haben wir eine neue Quest? Erlange die gestohlene Lieferung. Okay. Kapitän Dilbrak hat mich gebeten, von einer seiner ehemaligen Matrosen namens Vierfinger Salm die gestohlene Geheimlieferung zurückzuholen. Mein Weg führt mich zur sanften Sau. In Fuhrmannsheim. Angeblich ist er dort Stammgast. Okay. Ja. Dann werden wir das einmal machen. Ja, da ist sowieso sicher nichts mehr zu machen. Wie es ausschaut, muss ich gegen die kämpfen. Gegen diese komischen Leute. Ja, ich werde auf jeden Fall ein Verband nehmen, aufteilen. Einen einzigen Verband, den werde ich jetzt benutzen. So, ich hoffe, dass das dann weggeht, verwundet. Ja, passt. Wunde heilen. Also, er heilt jetzt die Wunden. Das ist mal gut. Totado Drache. Gehen wir links.
So. Da ist irgendwo der Tatort. Da hinten wahrscheinlich. Hinter der Taverne. Salam alaikum. Ich glaub's nicht. Er wird auch noch frech. Wir wollen dich hier nicht, du heiliger Höchstlohn. Alles ist zerstört. Versieh dich, Fremder. Hey! Okay, da ist nichts drin. Das ist der Tatort. Sehen wir uns mal da um, ob wir da nicht irgendwas finden. Ah, ein Talisman. Questgegenstand, einen Talisman erhalten. Horst von Arnhem hat Stufe 2 erreicht. Die Quest Morden fertig wurde aktualisiert. Hätte ich ja fast vergessen, Leute. Charakterbogen. Stufe 2 erreicht. Ulana? Auch Stufe 2. Quests. Das Diadem und der Geliebte. Achso, haben wir schon. Ja, hat sich verschwunden, aber ja. Wurde aktualisiert. Finde den Handschmeichler im Mittelmord von Eberstamm. Suche den Mörder, finde. Suche den Mörder von Ado im Mittelmord von Drache. Suche Sanders Talisman. Ich habe den Talisman tatsächlich gefunden. Aline war sich nicht ganz sicher, ob diese sehr kostbare Anmut eine rote Scheibe eventuell etwas mit dem Mord zu tun hat. Mal sehen, ob der Talisman mir auch Glück bringt und einen entscheidenden Hinweis auf den Mörder geben kann. Erstatte Baler Bericht. Ich sollte Baler Bericht erstatten, was ich herausgefunden habe. Ist okay, aber nicht mehr in dieser Folge. Liebe Leute, das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Spiel speichern, Leute. Natürlich überschreiben, klarerweise. Ich bedanke mich für euer Zuschauen, liebe Leute von heute. Wäre super, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet. Abonnieren, wer noch nicht hat, das wäre schön. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, je nachdem, was ihr habt. Und macht es gut. Ich sage wie immer, Game Over und ciao.